Also wir haben vor 5 Monaten ungefähr angefangen mit Entwicklung. Wir haben uns diesmal darauf konzentriert, die Entwicklung document-driven zu machen. Das heißt, wir haben erst alles definiert, wie es aussehen soll. Danach schreiben wir die Tests, danach schreiben wir die Funktionen und wir sind ziemlich weit schon gekommen. Wir nennen das neue Produkt Helmut Cloud. Das haben wir bewusst gemacht, weil wir die Brand über Jahre jetzt aufgebaut haben und Helmut ist eine bekannte Brand im Markt und wir wollten da jetzt nicht andere Wege gehen, obwohl wir viel Wert darauf legen, zu betonen, dass es nicht um Helmut 5 geht, sondern es geht darum, das, was Helmut 4 stark und groß gemacht hat, die Technologie im Backend, die bringen wir in eine Cloud-Plattform und machen sie zu Helmut und bauen dann die Services, die wir ja FX, IO, Cosmo und Housekeeper nennen, wieder on top. Wir werden also das, was Helmut 4 im Moment ist, nämlich ein ziemlich mächtiges Werkzeug, um mit Premiere und After Effects zu arbeiten, in ein paar Teile schneiden, sage ich mal. Und wir nehmen das ganze Backend raus, die ganze Stream-Technologie, die ganze Workflow-Engine und packen die in eine Cloud-Plattform und werden die Möglichkeit, die wir in Helmut haben, auch für andere Produkte öffnen. Das heißt, wir können Third-Party-Applikationen registrieren und können von dort aus Events triggern und dann auch Workflows an der Workstation ausführen über unsere Clients. Und das ist ziemlich, ziemlich spannend. Die Plattform wird wie ein Framework funktionieren. Das heißt, man ist in der Lage, die Technologien, die wir gebaut haben, um Helmut 4 zum Leben zu erwecken, man wird diese nutzen können, um andere Dinge damit zu tun. Wir werden sie selbst eines Tages nutzen, um Helmut 5 darauf zu bauen, um den nächsten Schritt zu gehen, aber sie ist nicht designed, Helmut 5 zu sein. Sprich, wir haben auch ganz aktiv gesagt, wir bauen erst diese ganze Technologie, um uns dann selbst wie eine Third-Party-Applikation zu betrachten und danach zu sagen, okay, was muss diese Applikation denn noch mitbringen, damit sie die Power von dem ganzen Backend benutzen kann. Wir werden das selbst als Cloud-Plattform anbieten. Wir werden unsere eigenen Services eines Tages wieder darauf bringen, FX, IO, Cosmo, Housekeeper, RefApp, andere Dinge. Wir werden aber gleichermaßen auch die MOVEit als Systemintegrator ermächtigen und es ihnen möglich machen, ihre eigenen Services drauf zu schreiben. Siehe Title Tool, siehe Volcano, siehe alle anderen Services, die wir gemacht haben. Und jedes einzelne Custom Tool, was wir für Kunden anbieten, um eine Lösung zu bauen, kann dort entwickelt werden und kann die Power vom Backend benutzen und die Workflow Engine. Das heißt, wir bauen 2 Layer. Wir bieten es selbst an, wir bieten Systemintegratoren die Möglichkeit, das Tool zu benutzen, ihre eigenen Services zu bauen. Und wir werden nicht nur eine API haben, sondern unter der API auch ein SDK und unter dem SDK ein Command-Line-Tool. Das heißt, es ist auch möglich, dass man das ganze Tool unter das Produkt eines anderen Herstellers baut könnte.